Dieses Video wird Ihnen präsentiert von bunten Hemden und Sonnenbrillen. Nein, natürlich ohne Sonnenbrillen, denn es ist total dämlich hier drin, eine Sonnenbrille zu tragen. Zu meiner Verteidigung, gerade eben hat ja noch die Sonne reingescheint, aber ich habe jetzt so lange mit der Aufnahme gewartet, dass die Sonne weg ist. Trotzdem, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, nein, zur ersten Folge. Zur Pilotfolge 5 Minuten Schwitzen mit mir, dem Lukas, genannt Luki oder Luke oder Nils. Hallöchen. Genau, jetzt werdet ihr fragen, was mache ich hier, was sind 5 Minuten Schwitzen? Naja, das, wie der Name sagt, sind 5 Minuten Schwitzen, 5-minütige Videos, in denen ich über irgendwas reden möchte. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Die Sache ist die, ich habe Bock zu reden, ich habe richtig Bock zu reden und es wäre schön, wenn mir auch noch jemand zuhören würde. Das ist aber nur optional, das muss gar nicht sein. Aber mein allergrößtes Problem ist, Stand jetzt, ich habe zwar die Idee und dieses Konzept im Kopf, aber ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Mir fällt einfach nichts ein, wovon ich glaube, dass es jetzt irgendwie besonders witzig oder cool ist. Deswegen kommt an dieser Stelle bereits ihr ins Spiel. Also ihr alle. Und zwar, indem ihr mir bitte einfach mal ein paar Vorschläge schickt, über was ich reden könnte in 5 Minuten. Na, das Ziel ist, dass ich, wie gesagt, rede und zwar, so ein bisschen habe ich mir das gerade überlegt, so viele Wörter in so wenig Zeit wie möglich. Deswegen habt auch mal ein paar Ideen, worüber ich reden könnte und schickt es mir irgendwie ein. Ihr könnt Briefe schreiben, ihr könnt eine Brieftaube schicken, ein Telegramm, ein Fax, den Pony Express. Ihr könnt mich aber auch über WhatsApp erreichen, wenn ihr mich kennt, oder über Instagram oder über den Schwitzen im Sitzen Kanal hier auf YouTube oder auch bei Instagram. Gibt ja viele Möglichkeiten halt, gell? Da könnt ihr mal ein bisschen reinschauen und schreibt mir, bitte bombardiert mich zu mit euren Ideen. Und dann kann ich mir irgendwie was aussuchen, worüber ich dann in der nächsten Zeit reden möchte. Und ich mache dieses Format dann hoffentlich wöchentlich, mindestens wöchentlich oder einfach so oft, wie ich Bock habe. Und dadurch, dass es immer nur 5 Minuten sind, ist die Wahrscheinlichkeit sogar mal ganz hoch, dass die Bearbeitung zeitnah erfolgt und dann auch ein wöchentlicher Upload, vielleicht auch so am Mittwoch immer stattfindet. Einfach zusätzlich zu dem Angebot, was Simon und ich anbieten, bei Schwitzen im Sitzen, jetzt einfach so ein bisschen Gelaber. Ich habe mir überlegt, vielleicht will ich auch ein paar Gaming-Themen behandeln, aber wer weiß. Einfach das, worüber ich gerade nachdenke oder worüber ihr nachdenkt oder worüber ihr gedacht habt, hey, dieser Lukas, Nils, Lucky Luke, soll mal unbedingt über dieses Thema reden, über, keine Ahnung, Binden. Und dann werde ich hier mich hinstellen und sagen, ich habe keine Ahnung davon, aber ich kann 5 Minuten füllen. Das ist so quasi ein Spontanreferat. Vielleicht ist es witzig. Vielleicht ist es auch einfach nur richtig cringy. Aber dann mache ich es trotzdem. Dann schicke ich es halt nicht weg oder ich lade es nicht hoch oder irgendwas. Dann mache ich es halt für mich oder für die Person, die dir das Thema vorgeschlagen hat. Egal. Das werden wir alles noch erleben. Das werden wir jetzt einfach gemeinsam so ein bisschen rausfinden, ein bisschen einarbeiten. Und dann werden wir sehen, wie es wird. Ich werde wahrscheinlich auch immer stehen. Zum ersten Mal in einem Format werde ich stehen, weil ich glaube, es ist einfach angenehmer zu sprechen. Ich kann ein bisschen mehr rumhampeln. Und meine Stimme ist ein bisschen weg heute. Das liegt an den ganzen Testaufnahmen. Das wird jetzt hoffentlich in der Zukunft besser werden. Also, beende ich jetzt an dieser Stelle. Sind, glaube ich, noch keine 5 Minuten diesmal. Ist ja auch nur die Promo und die Vorbereitung. Beim nächsten Mal sind es dann 5 Minuten Schwitzen mit mir. Ich freue mich auf euch. Tschüsschen.